Ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens 6 Menschen getötet. Die Verwaltung des Vororts Highland Park teilte mit, 16 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Wer die Schüsse bei der Parade in Highland Park abfeuerte, war zunächst nicht bekannt. Die Bürgermeisterin von Highland Park forderte die Menschen auf, sich von der Innenstadt fernzuhalten. Das Fest zum 4. Juli sei abgesagt. Die USA feiern am 4. Juli ihren Unabhängigkeitstag. Erst Ende Mai hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas ein Massaker angerichtet. Er hatte in der Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen getötet.